Könnte echt über die Zeit problematisch werden. Ich komme mir irgendwie da wieder ein bisschen vor zurückgesetzt wie auf Level 1. Obwohl ich hier unten eigentlich relativ hohe Employees habe. Der Scheißzug. Ja, ich war zu sehr auf andere Sachen fixiert. Logischerweise. Und damit herzlich willkommen zurück zu Lobotomy Corporation. Wir starten mal direkt rein in unser Playthrough. Ja, Tag 29 steht an. Es wird bald neue Story geben. Und wir können uns auch heute überlegen, ob wir eine neue Core Suppression angehen können. Entweder die vom Information Team oder die vom Training Team. Ich weiß nicht, was der Unterschied macht. Also es wird bestimmt irgendeinen Unterschied machen. Irgendwie wird es uns negativ beeinflussen. Aber wir schauen doch einfach mal. Und ich würde einfach mal sagen, wir machen mal die vom Training Team. Weil die vom Information Team könnten wir gegebenenfalls auch dann machen, sollten wir irgendwann nochmal einen neuen Speicherstand starten, wenn wir dann nur das Control Team und Information Team haben. Könnte auch interessant sein. Ja, Core Suppression. Allerdings kommen dann mal die Leute, die jetzt gerade im Control Team sind, raus und die vorher im Training Team waren, kommen ins Control Team, weil die ein bisschen höher sind und Ich weiß auch nicht, ob diese Core Suppression genauso funktioniert. Was steht denn hier? Reach Clifford Meltdown 6 plus Meet Energy Quote. Also das ist, glaube ich, genau... Ich glaube, letztes Mal war es auch 6. Wenn ich mich recht entsinne. Das ist dann die Mission. Okay. Wissen wir Bescheid. Dann würde ich mal sagen, beginnt Core Suppression. Oh, hot. Was haben sie nur mit dir gemacht? Ja, die andere Frage ist, was ist an dieser Suppression jetzt dieses Mal anders? Es ist nicht das, dass man... Die sind alle lower. Die Leute haben ein loweres Level, habe ich das richtig gesehen? Die war vorher Level 5 in allem. Das ist sie jetzt nicht mehr. Aber sie ist grundsätzlich noch Level 5. Ist das bei den anderen genauso? Ja, ich meine, Frank, der ist so oder so Level 5, aber... Dia war doch Level 5 in allem, oder? Ich bin da noch nicht doof. Ich bin mir ziemlich sicher, die war Level 5 in allem. Und generell, ich glaube, Instinct ist sehr niedrig. Ja, Justin war hundertprozentig auch Level 5. Die haben generell Mali, das ist es. Alle haben minus irgendetwas. Und Frank interessiert es halt einfach nicht, weil er so hoch ist. Okay. Dann müssen wir ein bisschen aufpassen. Wir müssen auf jeden Fall erstmal der hier oben hinschicken. Das Beste, was wir hier machen können, war ja... Ja, Attachment oder Insight. Ich weiß nicht, was da besser ist. Aber Attachment, damit sind wir bisher immer gut gelaufen. Also mach mal Attachment weiter. Wir schicken Mika wieder hier runter. Die kann sich hier unten drum kümmern. Und ja. Hier müssen wir jetzt aufpassen. Weil ich wollte zwar, dass sie hier Repression leveln, aber ich glaube, das können sie nicht jetzt mehr. Die mussten Prudence Level 5 sein, oder? When an Agent Level with Prudence 4 or lower completed their work, the Key of Gunter lowered. Ja, das können wir nicht riskieren. Das heißt, unser Blue Star ist für diese Runde raus. Ja gut, in erster Linie gilt es, Punkte zu sammeln und wir müssen den Mörder ausbrechen lassen. Ne, müssen wir nicht in der ersten Runde, weil das unsere schöne Melting Love hier tun wird. Ja, dann gilt es echt nur Punkte zu sammeln. Ja, wir können eigentlich Frank zum Blue Star schicken. Weil warum nicht? Der kann das ja. Und Gregory unter anderem auch. Dann geht Gregory zum Blue Star mit einer Repression, damit wir einfach nur die Punkte bekommen. Nur leveln können wir leider nicht, was ein bisschen doof ist, aber das macht nichts. Da kann ich noch drüber hinwegsehen. Ich weiß jetzt auch gar nicht, welche Leute überhaupt wo leveln können, weil ich weiß auch nicht, wie das Level geahndet wird. Aber ja. Ruby geht wo einfach mal hier zum Weihnachtsmann mit dem Attachment und hier zum Schaf. Machen wir erstmal nichts. Wir könnten Isabel zur Wespe schicken mit dem Insight. Hauptsache viele Punkte sammeln erstmal. Und Malkut, nicht Malkut, Hodge spammt alles zu. Mit Textnachrichten. Wir könnten Mika eigentlich ein Attachment machen lassen hier unten. Das kann sie auf jeden Fall noch ein bisschen leveln und warum nicht. Wir haben hier oben ein mittleres Ergebnis, aber jetzt werden hier wahrscheinlich erstmal die Employees sterben. Weil sie verklebt werden mit Slime. Aber das kann ruhig auch erstmal so sein. Irgendwie
Passiert hier unten nichts. Warum nicht? Also hier sind einige verklebt, aber die anderen irgendwie nicht. Aber die stecken sich jetzt alle gegenseitig an. Mir kommt mir irgendwie vor, als wird das länger dauern als letztes Mal. Hier oben ist ein Slime. Dann, Dia, kümmere dich doch mal darum. Die anderen werden jetzt auch alle geslimed. Macht die ja sogar AOE? Habe ich das richtig gesehen? Das wäre ja richtig krass mit der Waffe. So, hier unten ist noch ein Slime. Um den kannst du dich auch direkt kümmern. Die greifen sie auch irgendwie gar nicht an. Sehr gut, Dia. Dann können wir jetzt weitermachen. Wir können hier oben Isabelle auch mit dem Attachment zum Big Bird schicken. Dann können wir da schon mal den Cleaveth-Counter weiter hochtreiben. Marinelle, hat die gerade irgendwas dazu bekommen? Warum ist sie jetzt auf einmal Level 4 in Prudence? Wahrscheinlich hat sie irgendwas dazu bekommen, aber naja. Weil nicht, dass ich das noch mehr durchmische. Sowas müsste ich auch, auf sowas müsste ich auch achten. Naja, kommen wir erstmal zum ersten Meltdown. Ja. Sie sind gerade noch mehr gedownlevelt worden, oder? Das sehe ich richtig, ne? Die haben noch mehr Minuspunkte bekommen. Alles klar. Könnte echt über die Zeit problematisch werden. Melting Love ist in einem Meltdown so passend. Ja, dann mach das doch mal. Ist da noch irgendwas bei zu beachten bezüglich irgendeines Levels? Ich glaube aber nicht, ne? Man darf nur keine Repression machen und ja. Der Cleaveth-Counter darf halt nicht auf Zero, aber mit dem Herzchen sollte das ja kein Problem sein. Ja, wir müssen gucken, dass wir möglichst viele hohe Abnormalities am Anfang abhandeln und dann hinterher nur noch die niedrigen bekommen. Also wir müssen die Punkte halt sehr schnell zusammenbekommen, das ist alles. Aber das sollte kein Problem sein. Da sind die Meltdowns schon eher ein Problem. Gregory kann hier nämlich immer noch eine Repression machen beim Blue Star, das ist wunderbar. Ja, das sollten wir schon hinkriegen. Ich hoffe nur, Melting Love geht nicht nochmal in Meltdown, weil wie viele Punkte muss man hier für ein gutes Ergebnis machen? Sehr viele. Weil das könnte ein bisschen kritisch werden hier. Wunderbar, Dia. Sehr gut gemacht, sehr gut. Hast noch ein gutes Ergebnis erzielt. Optimal. Jetzt müssen wir auf jeden Fall den Mörder einmal ausbrechen lassen. Und das kann... Wer kann das machen? Die sind jetzt alle viel zu low. Eugene. Eugene hat noch ein very low Ergebnis. Go, go. Lass den Mörder ausbrechen. Wenn ansonsten hätte ich einen von weiter unten antanzen lassen müssen, aber okay. Isabelle kann... Was ist bei der Wespe zu beachten? Gab es da irgendwas? Ich meine, man muss nur ein gutes Ergebnis erzielen, ne? Oder? Level sind relativ egal. Ja. Dann, Isabelle, mach das doch nochmal. Du hast da ja noch gute Chancen und es gibt viele Punkte. Gut, der Mörder wird ausbrechen, das ist auch sehr gut. Und er findet anscheinend auch schon seine Opfer direkt alle. Okay. Safety-Team schnappt ihn euch. Also auf Low-Level könnt ihr eventuell nun ein Problem darstellen, aber wir schauen mal. Das kommt auch drauf an, was es ist. Wenn es die Obelisken sind, wäre das sehr gut. Damit haben wir nämlich überhaupt keine Probleme. Ich weiß nur nicht, wie es dann mit Big Bird aussieht. Gab es bei Big Bird nicht auch irgendein Problem im Level? Nee, anscheinend nicht. Das ist sehr gut. Ich glaube, wir wollen die Obelisken haben. Aber wir wollen eigentlich nicht, dass Big Bird ausbricht, nur ich weiß nicht, ob wir das verhindern können. Wir können auf jeden Fall nochmal ein Attachment davon Isabelle machen. Und es wäre auch nochmal eine Überlegung wert, bei der Wespe Punkte zu sammeln, weil solange das noch geht, je lower die werden, desto schlimmer wird's, ja. Punishing Bird, ey. Eieiei, dann schicken wir nochmal wen hier runter zu Santa. Am besten, keine Ahnung, vielleicht Christopher oder so. Und weiß ich nicht, wohin dann noch. Ich meine, wir kriegen ja auch ungefähr 25% durch die, durch Dawn und Noon. Vielleicht hier nochmal zu Letizia. Kannst Asuka nochmal hin.
Und dann kommt jetzt Dawn. Hier oben sind direkt zwei. Wir wollen auf keinen Fall, dass hier irgendetwas ausbricht. Also schnappt euch mal das. Hier ist Asuka schon voll zu Gange. Mika meine ich. Hier drüben beim Teddybären kann Dia sich drum kümmern. Die sollte das eigentlich auch alleine schaffen. Da darf ihr sowieso keiner helfen, sonst steckt sie Leute an. Im Safety-Team ist was. Beim Information-Team und beim Control-Team, die ja jetzt eigentlich auch stark genug sind. Sind die jetzt eigentlich noch lower geworden alle? Ich glaube, den Zahlen nach zu urteilen, ja. So, ich glaube, damit haben wir alle. Das Control-Team ist ein bisschen langsam. Hat's aber auch geschafft. Es kommt nicht direkt Noon. Ich weiß nicht, ob ich das gut oder schlecht finde, weil dadurch werden sie ja wahrscheinlich noch lower vom Level her. Wie sieht's bei Gregory aus? Oh, da sind sie lower geworden? Ich weiß es nicht. Dann könnt ihr ja da ruhig noch weitermachen. Aber wir müssen auf jeden Fall den Mörder wieder ausbrechen lassen. Eugene, das kannst du nochmal übernehmen. Ich weiß nun gar nicht, was jetzt passiert, wenn eine Abnormality in Meltdown geht, um die wir uns nicht kümmern können. Das ist ja gar nicht so unwahrscheinlich. Ich meine, ansonsten, um die Punkte müssen wir uns, glaube ich, keine Sorgen machen. Das kriegen wir easy hin. Das Einzige, worüber wir uns jetzt Gedanken machen müssen, ist wirklich der Meltdown. Der Mörder haut hier schon wieder welche kaputt, das ist gut. Zwei gleichzeitig. Und da ist Opfer Nummer 3. Wahrscheinlich wird beim nächsten Mal Noon kommen, gehe ich mal von aus. Ich glaube nicht, dass wir Noon vermeiden können, egal was passiert. Dann wäre jetzt die Frage, eigentlich können wir jetzt auch einfachere Abnormalities in Schlag nehmen. Weil warum nicht? Die Punkte kriegen wir auf jeden Fall zusammen, vor allen Dingen mit Noon. Und Noon, damit müssen wir uns abgeben. Starten wir doch erstmal den ersten Meltdown hier. Uff! Und ja, Noon kommt, es ist immer die Harmony of Skin, die finde ich auch relativ easy. Wow, what the fuck, ich sehe kaum noch was. Und jetzt sind sie noch... Ja gut, wie gesagt, das Level, das ist jetzt scheißegal. Welche Abnormalities sind denn in dem Meltdown? Ich sehe das nicht. Hier oben, die Singing Machine. Da können wir eine Repression von... Scheiße. Destiny müsste das können. Destiny müsste das können. Und Destiny macht das doch mal. Und ich muss jetzt erstmal gucken, ob ich die anderen Meltdowns finde. Die hier ist in einem Meltdown. Da kann Frank sich drum kümmern. Das Ding hier ist in einem Meltdown. Da kann Mika hin. Es sind alle hier drüben in einem Meltdown. Muss man sie hier irgendwie... Ich weiß nicht, ob man sie lange spielen muss. Hier wird auf jeden Fall Dia hingeschickt. Sie ist auch so fucking low jetzt. Also wir haben hier 4 Stück. Hier ist... Es müssten insgesamt 8 sein. Dann haben wir die beiden, das sind 6. Dann haben wir hier oben die Singing Machine, das sind 7. Und hier unten die Wespe ist in einem Meltdown. Und da kann Isabel mit einem Insight hin. Wir haben niemanden mehr, der Level 5 ist, oder? Nein. Egal, Isabel, du schaffst das schon. Und dann müssen wir uns nur noch um die hier unten kümmern. Hier geht einfach mal Paulinus hin. Zu ihr hier. Sie hat nur einen Meltdown, ist das Problem. Das heißt... Ja, wir müssen da auf jeden Fall eine Repression machen. Und hoffen, dass wir ein gutes Ergebnis erzielen. Und das wird Gregory machen. Weil ich glaube... Das könnte auch Frank machen. Frank hat noch ein höheres... Eine höhere Ergebnischance. Dann müssen wir zu ihr hier... Das kann Justin einfach mal übernehmen. Und hier runter beim Teddybären... Können wir auch ein Attachment machen. Und da ist es sogar gar nicht so schlimm, wenn die lower sind.
Das könnte dann einfach mal Gregory machen. Ich muss jetzt nur aufpassen, dass sich die hier nicht kreuzen, aber er ist da drin, wenn... ja, okay. Holy shit, ey. Das ist eine Ansicht hier. Er ist durchgeknallt. Das ist aber, glaube ich, kein Problem. Ist er durchgeknallt? Ja, er ist am Paniken. Husen, schnapp ihn dir mal. Oder am besten eigentlich... ja doch, ihr alle. Susan nicht, die kommt sonst nur da in die Quere. Und du bleibst mal kurz hier oben, Dia. Und Frank, du gehst hierhin zurück. Die Ansicht gefällt mir überhaupt nicht, ey. Haben wir ihn beruhigt? Anscheinend nicht. Wo ist er denn? Okay, Frank muss sich wahrscheinlich auch noch um ihn kümmern. Und Dia, du kannst wieder zurück in deinen Raum. Versuch da irgendwen rauszulassen. Okay, jetzt haben wir ihn beruhigt. Dann kommt mal alle hierhin zurück. Bis auf Mika, du bleibst hier und benutzt das Ding. Holy smokes, ey. Okay, wir müssen den Mörder ausbrechen lassen. Eugene ist jetzt leider zu low dafür. Das heißt, wir müssen wen... Ja, aus dem Safety-Team Isabel kann das machen. Das Big Bird hat noch einen großen Cleaver-Meltdown-Counter. Das ist gut. Wenn nun jetzt kommt, sind wir, glaube ich, fein. Weil ich glaube, das war ja letztes Mal auch, sobald wir die 6. Stufe erreicht haben, war es okay. Das heißt, wir müssen jetzt nur noch gucken, dass der Mörder 3 tötet. Und ich lasse danach einfach auch nochmal 3 töten. Aber eigentlich muss das nicht mehr sein, theoretisch. Aber naja, erstmal muss jetzt der Mörder 3 finden und wir dürfen auf keinen Fall hier den Zug durch die Gegend fahren lassen. Da hat er schon mal einen. Da hat er einen zweiten. Und einen dritten. Okay, perfekt. Ich will nur sehen, dass die auch wirklich alle sterben. Sehr schön. Wo bist du hin? Da. Dann Safety Team, schnappt ihn euch. Byron vielleicht nicht, du bist ein bisschen low. Aber das wird gleich auch noch lustig mit Noon. Da müssen wir auch extrem aufpassen und wahrscheinlich unsere Bullets gut verteilen. Ja, wir können uns jetzt eigentlich auf relativ einfache Abnormalities konzentrieren. Also alle, die hier oben so rumgammeln. Das sollte eigentlich hoffentlich kein Problem sein. Ich komme mir irgendwie wieder ein bisschen vor zurückgesetzt wie auf Level 1. Obwohl ich hier unten eigentlich relativ hohe Employees habe. Aber ja. Wir haben es jetzt gleich. 2 Stück müssen noch besetzt werden. Olive kann einmal hier reingehen. Und dann schicken wir noch einen letzten zum Totenschädel und dann hoffen wir, dass wir, ja, dass wir nun gut überstehen. Harmony of Skin. Die Frage ist, wo ist sie? Ich habe keine Ahnung. Ich sehe auch nichts. Ich muss jetzt jeden einzelnen Bereich hier durchsuchen. Die ist hier oben. Okay. Hallo, Harmony of Skin. Wen schicken wir da hin? Auf jeden Fall niemanden aus dem Control-Team. Es wird so kritisch, die haben alle so wenig Leben. Naja, aus dem Training-Team gehen immerhin ein paar. Aus dem Safety-Team und aus dem Central-Command-Team. Auf jeden Fall auch. Wir müssen auf jeden Fall mega auf die aufpassen. Die brauchen ja auch lange, bis sie hier oben sind. Geht zum Control-Team. Control-Team, Flucht ergreifen! Lauft, meine Freunde, lauft! Es verfolgt sogar das Control-Team. Was soll das denn? Aus dem Information-Team, können da welche mit hin? Schwierig, Christopher maximal. Aber der kann das auch nicht tanken. Warum sind die denn alle so langsam? Geht zum Safety-Team. Ist das Gregory? Das ist Gregory, nice. Okay, Gregory, du bekommst schon mal ein rotes Schutzschild. Ihr einfach auch. Und ihr bekommt auch nochmal ein rotes Schutzschild. So, damit sind sie jetzt alle tot. Jetzt müssen wir uns nur mit dem
Dingsterbumster abgeben. Ich weiß nicht, wo die hingehen. Wir müssen mal gucken. Irgendwelche unten. Sieht nicht danach aus. Also die Kamera ist eigentlich nicht so schlimm. Man muss nur lange suchen nach Sachen. Da ist schon mal einer. Control Team schnappt es euch. Hier oben sind anscheinend zwei. Safety Team schnappt es euch. Ist da was? Zwei von euch gehen am besten mal hier drauf. Haben wir nur drei Stück? Es kann sein, dass wir nur drei Stück haben. Ich sehe auf jeden Fall sonst keine. Ich bin mir ehrlich gesagt jetzt auch unsicher. Ob das immer nur drei Stück waren danach. Aber ich meine, es scheint keine Gefahr zu drohen. Die schlimmen Abnormalities sind nicht belastet. Ja, gucken wir einfach mal. Das Einzige, was wir vielleicht machen müssen, ist euch hier ein... Ihr sniped das sogar weg. Ja, dann optimal. Dann brauchen wir euch auch kein Schutzschild zu geben, aber euch vielleicht. Wir machen es einfach mal. Okay. Irgendwo geistert noch wer rum. Hier unten anscheinend, aber die ist auch schon relativ low. Ja, okay, das machen unsere Clerks. Wunderbar. Gut, dann... ja, ihr könnt eigentlich jetzt alle zurückkommen einmal. Ich weiß nicht, ob irgendwo anders noch welche stationiert waren. Aber wir können den Mörder jetzt noch einmal ausbrechen lassen. Das kann wieder Isabel übernehmen. Und dann... Gott, ich sehe hier gar nichts. Ich weiß nicht, was für ein Cleaver konnte die... Bang! Wo fährt der Zug lang? Bitte nimm niemanden mit. Ist da gerade irgendwer? Ich hoffe nicht. Oha, der zieht auch noch nach oben. Der hat das Safety-Team ausgerottet. Und das Information-Team. Fuck! Ich hatte es fast. Ich hatte es fast! Ja, aber das... Nee, das geht nicht. So können wir nicht... So können wir den Tag nicht beenden. Nicht mit 10 Toten. Der Scheißzug. Ja, ich war zu sehr auf andere Sachen fixiert. Logischerweise. Es übernimmt überhand. Wenn man sich auf so viele Sachen konzentrieren muss. Aber wir wissen jetzt immerhin, worauf wir uns einlassen und können direkt starten. Also, als allererstes die Hohen häufiger. Ja, wobei das ist eigentlich auch nicht so wild. Wir kriegen auf jeden Fall genug Punkte. Aber trotzdem, wir machen es einfach mal genau wie gerade. Das wird schon. Jetzt hat Melting Love immerhin auch nicht so früh einen Cleaver-Counter verloren. Ich meine, das war letztes Mal ja auch kein Problem. Kann aber zu einem Problem werden gegebenenfalls. Deswegen ist es gut, dass das nicht passiert ist. Wir müssen den Mörder gar nicht ausbrechen lassen. Was sage ich eigentlich da? Safety Team, schnappt ihn euch mal. Ihr kriegt Schutzschilder. Das macht ja Melting Love unten. Ich kann dich nicht noch gebrauchen. Ja, du kannst eigentlich schon mal hier rüber gehen, weil dann bist du ein bisschen zentraler, je nachdem, wo die Leute ausbrechen. Und zwar hier unten ist der erste. Als nächstes kommt hier oben anscheinend einer. Die sind nämlich schon sehr fortgeschritten hier. Ja, da ist er. Sind auch ein paar mehr als letztes Mal, aber die machen ja nichts. Ich weiß nicht, ob sie nur dir nichts tun oder wahrscheinlich, weil sie das Herzchen hat. Ich finde es aber auch cool, dass sie echt AOE macht. Diese Waffe ist so OP. Und ist perfekt auch für dieses Department dadurch geeignet. So, kommen wir zum ersten Meltdown. Und die Level werden nochmal runtergetrieben. Dawn kommt direkt im Anschluss. Das ist sehr gut. Wer ist denn im Meltdown? Die Ballerina und die Maschine hier oben. Um die Maschine kann sich Firenze wahrscheinlich kümmern. Dann müsste das ganz gut hinbekommen. Da müssten nicht drei in einem Meltdown sein. Ach, die Wespe. Okay, das ist auch sehr schön. Da kann sich Isabel drum kümmern. Können wir direkt ein paar Punkte sammeln und hier das Ding kann die ja kurz benutzen. 20 bis 30 Sekunden stand da. So ungefähr. Sehr schön. Ja, weiter geht's. Jetzt müssen wir den Mörder aber ausbrechen lassen. Das kann Eugene jetzt übernehmen. So, die andere Frage ist, ob wir Dawn Leute töten lassen wollen.
Ich meine, vielleicht, wenn es sich anbietet. I don't know, wir werden sehen. So, Lasset Adopt spawnen. Wo haben wir ihn denn? Ich höre irgendwo schon Schüsse. Weil er mitten hier unten ist. Das ist eigentlich gar nicht so schlecht. Der kann da ein bisschen rumwüten. Dann lassen wir den erstmal im Central Command Team hier unten eigentlich auch. Ich weiß nicht, in welche Richtung er hier gehen wird. Ich weiß nicht, ob der sich darum kümmern kann. Sie darf ja nicht abhauen. Aber hier oben kann er... Kann das Safety Team sich schon mal drauf stürzen? Hier kann sich das Control Team drauf stürzen. Der vom Information Team, den sehe ich gerade gar nicht. Der ist hier unten. Wahrscheinlich, ja. Da ist auf jeden Fall schon mal einer tot. Okay, da sind genug gestorben jetzt. Schnappt ihn euch. Und ihr euch hier unten auch, außer Mika, die sich ja weiter um ihre Zugstation kümmern muss. Ist irgendwer von unseren Leuten am Durchdrehen? Nee, oder? Den müsste es allen gut gehen. Noch sind sie ja nicht so low. Ja, das war's auch mit Daubt. Sehr schön. Drei Leute sind auf jeden Fall gestorben. Sieht man auch ein bisschen am Clifford-Counter des Big Birds, den Isabel direkt mal hochtreiben kann. Und dann machen wir einfach weiter. Nun kommt auch direkt gleich. Das ist wunderbar. Dann haben wir das nämlich schon hinter uns. Und dann... Ja, müssen wir mal schauen. Ich weiß gar nicht, wie wir nun am besten angehen dieses Mal. Weil die vom Safety-Team sind auch nicht so hoch. Ja, das wird ein bisschen kritisch. Ich glaube, wir schauen erstmal, wenn es kommt. So, dann schicken wir hier nochmal wen mit einer Insight zum Totenschädel. Und dann lass er Dune kommen. Und wir kriegen wieder diese wunderbare Sicht. Sind sie schon gespawnt? Ja. Ich weiß nicht, ob dir eins alleine packt. Wir machen erstmal hier die vom Central Command Team. Die sollten das auf jeden Fall packen, auch wenn wir da ein Auge drauf halten müssen. Dann das Safety Team so... Oh, die sind so low. Sollten sie aber schaffen, auf jeden Fall mit dem Schild. Das Control Team können wir erstmal in die Tonne kloppen, das vom Information Team sehe ich gerade gar nicht. Wo wird schon gesägt? Hier unten? Ja. Warte mal, wer geht denn da hin? Das Information Team. Nein, 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 nein. Ich wollte eigentlich das Safety Team da drauf schicken. Da sieht es nämlich auch besser aus mit deren Leben. Das vom Safety Team gammelt hier oben rum, aber darum kümmern wir uns gleich. Hier im Central Command Team. Das sind keine von unseren Leuten, die da gerade zersägt werden. Noch nicht jedenfalls. Das ist schwierig, hier überall ein Auge drauf zu halten. Aber hier sind auf jeden Fall unsere Leute, die jetzt schon mal ein Schild bekommen. Das Safety-Team hat das schon mal geklärt. Kann aber jetzt erstmal regenerieren gehen. Nun ist echt gefährlich, also das Process of Understanding zumindest. So, hier sind welche. Ihr kriegt auf jeden Fall ein Schild und ihr auch, weil ihr auch gleich da reinlaufen werdet. Wie sieht's bei euch da oben aus? Ihr werdet anscheinend auch gerade schon angesägt, oder? Kriegt auf jeden Fall auch Schilder. Du hattest eins, aber egal. Okay, da unten ist es kaputt, hier ist es kaputt, das ist sehr schön. Das... Wie sieht's bei euch aus, Safety Team? Ihr seid relativ stark wieder generiert, zumindest ihr drei. Ihr könnt das auch schaffen. Das vom Control-Team geistert hier noch rum. Ist da auch noch eins? Das sieht fast so aus. Das ist das vom Training-Team. Er soll es erstmal rumgeistern, solange Big Bird nicht ausbricht. So, ihr kriegt auf jeden Fall ein Schild. So, das müsstet ihr jetzt haben, oder? Hm. Safety-Team, wie geht's euch? Okay, sehr schön. Hier kommt jetzt das vom Central Command Team gleich durch. Das vom Information Team marschiert hier auch gerade. Ne, das ist das vom Training Team. Wo ist denn das vom Information? Das vom Information Team haben wir auch schon tot. Es ist nur noch das Control Team. Und das Information Team.
Und wir haben noch 5 Bullets. Also 3 Stück haben wir noch. Hier unten das vom Welfare-Team natürlich auch, aber der ist... Um den mache ich mir keine Gedanken gerade. Safety-Team, wie geht's euch? Ihr könntet jetzt eigentlich zuschlagen. Ich brauche nur keine 2 gleichzeitig, bitte. Hier unten ist auf jeden Fall jetzt 1, das kann sich das Central Command Team schnappen. Bis auf Mika. Und Mika muss sich unbedingt um den Zug kümmern. Bitte, 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 bitte. Okay, gerade noch so geschafft, das heißt, es wurden jetzt aber auch alle geheilt, das ist sehr gut. Ihr kriegt auf jeden Fall noch ein Schutzschild, weil ihr gerade ein bisschen angesägt werdet. Okay, haben wir das auch schon mal kaputt? Wo ist das Safety-Team hin? Das kümmert sich gerade um das hier unten. Wie geht's denn dem Safety-Team? Eigentlich ganz gut, bis auf Firenze, der vorne wegsteht. Das heißt, ihr kriegt jetzt auf jeden Fall nochmal Schutzschilder. Und jetzt haben wir nur noch 1 hier. Uff. Ich hätte schon fast wieder den Zug übersehen, ey. Das war so close. Ich würde eigentlich fast sagen, Central Command Team, ihr schnappt euch das mal. Vielleicht zusammen mit ein paar Leuten vom Safety Team hier. Ja, so könnt ihr das ganz gut machen. So, dann kriegt ihr auf jeden Fall ein Schutzschild. Und von mir aus noch 1. Und dann müsstet ihr es ja jetzt haben. Wunderschön. Es sind auf jeden Fall... Ich schick mal hier alle zurück, bis auf Mika. Die ja wieder hier das Ding benutzen muss. Es sind auf jeden Fall mehr als 3 Employees gestorben. Wir müssen den Clifford-Counter von Big Bird ein bisschen hochtreiben. Und ansonsten gilt es jetzt generell nur, den zum nächsten Meltdown zu kommen. Wir müssen dann noch einmal den Mörder ausbrechen lassen und... Ja, gut, vielleicht... Nee, einmal noch und dann passt das. Oder? Ja, doch. Doch, sehe ich richtig. Den Meltdown kriegen wir leider gerade nicht hoch. Aber das macht nichts. Ich meine, da ja eh nur noch 3 Abnormalities ausbrechen müssen. 3 Clerks sterben müssen, sollte das hoffentlich in Ordnung sein. Aber wobei, das Problem könnte eventuell noch der Meltdown werden. Fällt mir gerade mal auf. Okay, das ist... Die letzte Hürde, der Meltdown. Hoffen wir, dass keine problematischen Abnormalities in Meltdown gehen. So. Wird spannend. 10 Stück haben wir insgesamt. Okay. Wir haben Melting Love. Das ist kein Problem. Das kann Dia machen. Wir haben Dornröschen. Das wird Gregory machen. Wir haben den Teddybär. Das kann ruhig... Wie gesagt, das können auch Leute mit Low Attachment machen. Das kann dann Paulinus einfach mal machen. Wir haben das Orchester. Das ist ein Problem. Aber zum Glück hat es ja 2 Clifford Counter. Und es wird nicht nochmal in Meltdown gehen. Hier können wir ein Insight machen. Das kann Justin machen. Hier ein Attachment von Anthony. Hier kann Mika wieder benutzen, auch wenn gerade keine Lampe leuchtet. Obwohl, es leuchtet einer, dann kann es auch. So, wir haben jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 3 Stück noch. Das Herzchen hier, das kann sich sonst wer abholen. Von mir aus Gustafsson. 8. Die Singing Machine. Das müsste Destiny wieder machen können, ne? Ja, sieht ganz gut aus. 9. Und 1 noch, das ist die Maschine hier. Ja, das kann sonst wer machen, das ist gar kein Problem. Ich hätte es besser gefunden, wenn da mehr wären, die kein Problem sind, aber naja. Hier unten müssen wir nur gucken, dass die ihre Wege wieder nicht kreuzen. Gregory ist schon auf einem guten Weg dahin. Gregory, warte kurz hier. Und jetzt kannst du eine Repression hier unten machen. Okay, ansonsten können wir die anderen Leute auch schon mal hier reinschicken, um den... Um das hier alles ein bisschen hochzutreiben. So, und hier müssen sie... Hier müssen wir wieder aufpassen, dass die ihre Wege nicht kreuzen. Da will Gregory nämlich wieder hin. Aber du gehst mal lieber hier rüber. Nutze jetzt auch die ganze Zeit den Zug. Hier war ein schlechtes Ergebnis, aber das war zu erwarten. Aber das macht noch nichts.
So, jetzt kannst du hier auch zurück in dein Gebiet. Und ihr könnt eigentlich auch alle zurück, bis auf Mika, die weiter hier bleibt. Ja, und jetzt nur noch den Clefoth-Counter hochtreiben. Nur noch. Wir hatten ein schlechtes Ergebnis beim Mörder wegen Instinkt, aber das ist eigentlich gar nicht so schlecht. Dann kann er nochmal drei umbringen, dann haben wir da keine Sorge wegen der Queen of Hatred. Das Big Bird, dem geht's ja auch gut. Das ist einfach nur für den Fall der Fälle. Da ist er schon mal ein. Leute, lasst das mal bitte. Der muss ein paar Leute töten, ihr könnt ihn euch danach schnappen. So, und wenn er den noch schnappt, dann ist gut. Jetzt könnte er ihn auch schnappen. Gut, gut. Clefoth Counter noch ein bisschen weiter hochtreiben und dann haben wir es doch gleich. Und dann geht doch noch ein letztes Mal hier zum Totenschädel. Dann habt das fertig. Hoffentlich. Aber dann sind wir ja bei 6. Yes, yes. I guess I just never was a good person from the start. Yes, maybe, I don't know. Bald Selbstwahrnehmung versus Wahrnehmung von anderen. Naja. Tag 30, wir kriegen auf jeden Fall mehr Story. Und eine neue Abnormality. Schadenfreude. Schadenfreude war eigentlich ganz easy. Und kann man gegebenenfalls auch gut zum Ausbrechen benutzen. Die kommt jetzt eh ins neue Team. Little Red Riding Hooded Mercenary. Ich weiß gar nicht, ob wir über den schon alles hatten. Scarecrow Searching for Wisdom ist ja eigentlich auch ganz nett. Aber dafür sind unsere Employees hochgelevelt. Deswegen, wir holen uns mal Schadenfreude dazu. Die wir ja nicht angucken dürfen. Do you believe that there is truly inexcusable behavior? Nobody is perfect. If you realize that in forgiving others, your enemy didn't deserve forgiveness, but rather that you needed peace, would things be better? I don't know. Are you sure you can really join our... Achso, this is A. Are you sure you can really join our experiment in such an unstable situation? Michelle, let me cut you to the chase. We are performing experiments that go directly against the head's ideals. If your beloved parents or your precious friends try to coax you, are you confident that you'd be able to refuse them? She wasn't able to say anything to my bro beating. Carmen broke the silence instead. Don't be too harsh on her. She's amazing to be here at such a young age. Just like everyone else, Michelle liked Carmen. That was not trickery or a show. She wasn't the manipulative sort of person who'd keeps up such facade either. I should have made her give the answer she avoided speaking no matter what. Did Michelle receive what she wanted? I don't know. Did she accomplish her purpose by trampling on us and Carmen? I'll never know. Do I have any right to bear hatred towards her? The answer was no. I was no different from her. To be honest, I never wanted you to die in misery, like that nasty tabloid article gossiped. Were you able to successfully face yourself, manager? When I awoke to find myself here, I thought this could be my second chance. I thought I could redeem myself and liberate myself from my mistakes. What I did can never be undone. A sunken pebble can never float to the surface again. I wanted to be a kind person. I wanted to show everyone that I might be okay here somehow. Was I truly being considerate of others? Silly me. There's no room for something like that here. I was a hypocrite. All those nice acts were for myself. I'll keep trying to be a better person, even now. It may be suspicious, and some people may hate me for that, but as long as my efforts can save a person's life or give a person the consolation they need, I will live on with that pride as a stepping stone. So, manager, let's keep trying together in this interminable hell.
The hope to be a better person. 20% germination of the seed of light. Ah, in this place, the sunlight is truly warm. Maybe I was a tree in a past life. Think of a former life as the life my soul lived before being born into the current form you see now. Isn't this fun just to think about? My next life. I would want to be a person with a beautiful voice, like the wisest person in the world. Then everyone would pay more attention to what I say. No, maybe that's too much to ask, especially with all the abilities I already have. And what about you? Who or what would you want to become? What kind of thought is that? Look at this here. A medicine extracted from the human subconsciousness. A form made from a formless concept. Isn't it fascinating? You see, this will become a seed of sorts. Since we've discovered an incurable disease, it would only be fair to discover a cure for it, don't you think? Be honest with me, man. You're not coming to these meetings with me for a praise, are you? Aren't you sick and tired of this? You'll do something great tomorrow yet again, though it won't be anything all that great, dude. And Miss Angela and the other Severod will shower you with compliments. We'll have another accident in my department. A couple will fall down and die. Some will go nuts, and a pile of them will get injuries I'll never recover from, man. But will try to cheer me up. Yes, that will lecture me about what regulations I didn't follow. My coach will try to encourage me, lively as usual. Let's try harder tomorrow. Nobody will say to my faith that it's my fault, man. But it will be clear as day, I'm responsible for all of it, surely. My day always repeats like that, dude. Starts with death, ends with death. Every employee here regularly receives a small dose of a certain drug. Did you know that, man? It helps them become desensitized to everything. Just think about it. If your good old lunch mage is found dead, torn into thousands of pieces, who in the world would be able to clean up his dead body without a single drop of emotion? Could you blame them, dude? Would you call them cowards for depending on drugs? Everyone's just trying to escape from this reality in their own ways. They might look and pretend to be okay, but nobody really is. I keep thinking about how I can off myself, dude. I know, it's like a metaphor. Death for us is a hypothetical concept. I heard injecting substances like enkephalene into two machines will slowly but surely rust them. Then maybe I could chuck a whole barrel into my body. Give myself irreversible damage. Funny. I just injected myself with way more enkephalene than I usually do. Yet my mind is clearer than ever. Well, I feel completely lucid right now, man. If I were to open my eyes again, maybe it'll be somewhere without you, those other Sephiroth, or that Angela. It hasn't been fun, man. Let's never meet again. Hey, jetzt ist Nessar am Durchdrehen anscheinend. We began our research on Cogito in earnest. The most urgent issue that prevailed at time was that correct dosage. I tried to persuade people. I told them we have to proceed with the experiment in order to save Carmen and the others. Everyone fell silent when I asked for volunteers. Then one man quietly raised his hand. It was Giovanni, who had kept to himself for most of his time here. Giovanni was one of the patients from Carmen's company. I heard they had known each other since childhood. There's no such thing as a noble sacrifice. The end is always miserable, no matter how justifiable a cause it may be for. My statement that this experiment could bring back Carmen must have been the strongest motivation that drove him to volunteer. An experiment to find the proper dosage of a drug is not something that can be done in just a trial or two. I never talked with him much. We had nothing in common, other than our acquaintance with Carmen. Cogito emaciates the boundary of a human, and repeated experiments will leave an indelible mark.
Ja gut, inject cogito. Manifestation of Clefha due to Sephira breakdown. Suppression of Sephira's call required. Tja. Ab ins Welfare-Team. Wir können uns auf einmal eine Abnormality schenken. Hot synchronization completed. All newly contracted employees will have their stats at level 3. Isn't it? That the department in which the suppression took place will no longer be influenced by Clefha meltdowns. Ach ja, deswegen hatten wir auch schon so lange keinen Meltdown mehr im Control Team, weil die einfach gar nicht mehr gehen. Ja gut, das heißt, wir können jetzt, wenn wir neue Employees anheuern, die direkt auf Level 3 stufen, was uns sehr viele Punkte kostet, also sparen wird. Sind aber alle anderen, die sind nicht automatisch Level 3, oder? Hier unten zum Beispiel, die sind noch Level 1, aber wenn ich jetzt jemanden hire, ich kann ihn auch niedriger machen, aber das bringt halt nichts. Ja gut, wir brauchen noch keine neuen Hirees, weil wir noch kein neues Department haben und das eine hier wird die ja immer noch alleine handhaben. Wir hätten hier vielleicht zwei, ja gut, das wussten wir aber vorher bei der LF ja noch nicht, sonst hätten wir da vielleicht zwei benutzbare reinpacken können sollen, wie auch immer. Naja, es läuft ja. Es läuft ja. Also, können wir irgendetwas Neues machen? Ich glaube ja nicht. Wir können eine Waffe oder eine Rüstung herstellen. Wir stellen mal eine Rüstung her. Zwar nicht so toll ist, aber das passt schon. Hier bei Melting Love fehlen uns noch 20 Punkte für die Rüstung. Das kriegen wir aber beim nächsten Mal auf jeden Fall zusammen. Vor allen Dingen, wenn die da nicht low level sind und wir da wirklich ein paar Punkte zusammen akkumulieren können. Und ansonsten, ich weiß gar nicht, wann uns die Waffe abhanden gekommen ist, aber die hatte wahrscheinlich Brooke oder so. Ja. Oder wir hatten einfach nicht genug Punkte. Das kann auch sein, aber I don't know. Alles andere haben wir hier, glaube ich. Joa. Joa, joa. Joa. Ich weiß nicht, ob wir noch irgendwas Neues über Letizia herausgefunden haben. Nicht wirklich. Ja, ich glaube, das, wo wir sie auch aufgezogen haben, war ja sowieso nicht erfolgreich. Greatest Ordeal Midnight. Es gibt jetzt schon eins nach Dusk. Eieiei. Ich bin nicht mal mit den Dusks durch. Aber naja, da werden wir nochmal schauen. Das können wir vielleicht mal machen, wenn alle eine Elf-Rüstung anhaben. Aber hier machen wir erstmal wieder Pause. Ja, und damit bedanke ich mich wie immer fürs Reinschalten. Wünsche euch allen noch einen wunderschönen Abend, eine wunderschöne Nacht oder wann auch immer ihr dieses Video sehen solltet, einen wunderschönen Tag im Allgemeinen. Und dann bis zum nächsten Mal bei Lobotomie Corporation. Bis dahin. Bye, bye.